Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute machen wir etwas, und zwar eine Grundzutat. Diese Grundzutat wird heute noch gerne benutzt, aber ist eigentlich auch schon ziemlich alt. Also ich weiß gar nicht, wann die zum ersten Mal überhaupt in Erwähnung tritt. Wir machen Butterschmalz. Jetzt, wo das Öl ziemlich teuer geworden ist, ist es vielleicht genau das Richtige. So, erstmal schmelze ich ein bisschen Butter. Also ich habe jetzt hier 4 Stücken Butter. Im Laden gibt es die auch zu kaufen, dieses Butterschmalz. Aber ganz ehrlich, so teuer wie das da ist, macht es lieber selber. Kauft euch Butter im Angebot, kommt da viel, viel günstiger mit weg. Aber zuerst mal muss das alles klein gemacht werden. Ich habe hier wirklich ganz normale, handelsübliche Butter genommen, nichts Besonderes. Und das muss jetzt erstmal schön zerschmelzen. Über offenem Feuer gemacht, wird es wahrscheinlich noch eine richtig schöne Rauchnote geben. Wichtig hierbei ist, wenn ihr Butterschmalz selber macht, ohne Deckel, weil Butterschmalz entsteht dadurch, dass wir an sich einerseits das Wasser herausholen aus der Butter, also so ein bisschen natürlich, und andererseits auch das Eiweiß, also dieses Butter-Eiweiß, also dieses, ja, das Eiweiß, was sich da drin befindet. Und das machen wir dann mit einem kleinen Sieb, ohne Asche am besten, aber dazu muss es jetzt erstmal richtig schön in die Gänge kommen. So, der Umwandlungsprozess hat begonnen. Wir sehen, wie sich hier oben jetzt langsam der Schaum bildet, und das ist genau das, was wir hier weghaben wollen. Das heißt, einfach mit einem normalen Sieb, oder ihr könnt es auch mit einem Löffel machen, das geht auch ganz gut mit einem Löffel, einfach abschaufeln. So. Und das muss jetzt immer so weitergehen, bis wir eine, ja, klare Butter haben. Also sprich, deswegen heißt es auch geklärte Butter. Und ihr werdet noch sehen, wie sich das dann verändert. So, die Butter bildet jetzt kaum noch Schaum, also ganz ohne Schaum wird es nicht gehen. Aber man sieht bereits eine sehr, sehr bräunlich-goldene Farbe. Und das ist an sich jetzt unsere braune Butter. So, und das Ganze können wir jetzt abfüllen in ein sauberes Glas. So, und fertig ist unser Butterschmalz. Man riecht auch schon so richtig, so ein richtig buttriges Aroma, ne? Also wenn das richtig fertig ist, dann merkt man das schon allein vom Geruch her. Und das hier wird garantiert noch auskühlen, fester werden. Aber das ist ja an sich jetzt die Grundsubstanz. Und die hält sich bei sauberer Arbeitsweise mindestens 9 Monate. Im Kühlschrank sogar noch länger, also das könnt ihr ungekühlt so ins Regal packen und immer verwenden, wenn ihr es braucht. Also es ist sehr, sehr praktisch, einsatzfähig und ja, hält sich auf jeden Fall länger als Butter. Na, und es hat nochmal ein ganz, ganz, oh, ich muss mal kurz abstellen, ist noch heiß. Es hat auch nochmal ein ganz, ganz anderes Aroma als Butter. Also nochmal ein intensiveres Aroma, was man halt wirklich gut zum Braten oder so verwenden kann. Man kann es sogar zum Backen nehmen oder zum Frittieren, aber gut, frittieren, da braucht man natürlich eine ganze Menge, aber jetzt so aktuell muss ich sagen, es ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Öl, was man gerade gebrauchen kann. Von daher, probiert es aus, macht's nach und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Schlemmergermaner. Ciao.